Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und die restlichen auf der Tribüne. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Ihrem Antrag stimmen wir in weiten Teilen natürlich zu. Allerdings, um es gleich vorweg zu sagen, empfehle ich meiner Fraktion, sich zu enthalten, weil wir einige wichtige Details doch grundsätzlich anders bewerten. In Ihrem Antrag haben Sie ausführlich dargelegt, warum und welche Art von Schulsozialarbeit von wem zu bezahlen ist. Sie differenzieren genau zwischen der originären Schulsozialarbeit, wie Sie sie nennen, die beim Land zu verorten ist, und einer, ich sage jetzt mal, nicht originären Schulsozialarbeit, die eben die sozialen Aufgaben, die durch das BUT entstanden sind, erfüllt. Ich nenne sie deshalb im Folgenden die BUT-Schulsozialarbeit. Bei aller Sympathie für Ihren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ist er aber doch wieder nur eine Fortführung der Zuständigkeits- und Finanzierungsdebatte. Erneut betonen Sie, dass die Fortführung der Schulsozialarbeit dringend notwendig ist. Aber im Ergebnis fördert es doch nur eine Debatte, die den Menschen in unserem Land aufzeigt, wie gute, notwendige Konzepte in solchen Zuständigkeitsauseinandersetzungen zerrieben werden. Und wer bleibt neben den Schulsozialarbeitern und den Kindern bei dieser Zuständigkeitsdebatte auf der Strecke? Wie wir alle wissen, natürlich die Kommunen, das schwächste Glied in der Kette. Die Kommunen versuchen nun derzeit, die Aufgabe alleine zu stemmen, weil sich weder Bund noch Land für die Finanzierung zuständig fühlen. Die Landesregierung hat den Kommunen vorgerechnet, dass sie für 2014 noch genug Geld haben. Ja gut, aber eben nur für ein Jahr. Und damit sind die Stellen der BUT-Schulsozialarbeit wieder nicht auf Kontinuität angelegt. Allein in Wuppertal sind aufgrund dieser Diskontinuität bis zum 01.04.2014 schon fast 25% der Vollzeitstellen durch Kündigungen und Kürzungen im Vergleich zum 01.08.2013 weggefallen. In anderen Kommunen sieht es ähnlich aus. Angefangen hat das Problem doch schon, als die ersten BUT-Schulsozialarbeiter im Sommer 2013 aufgrund ihrer befristeten Arbeitsverträge vorzeitig gekündigt hatten. Jetzt gibt es zwar wieder eine Neubesetzung einiger dieser Stellen, aber eben wieder nur bis zum Jahresende. Das heißt doch, wenn diese Schulsozialarbeiter sich gerade eingearbeitet haben, müssen sie sich schon wieder damit beschäftigen, ihre Existenz zu sichern und auf Jobsuche zu gehen. Das gleiche Spiel wie ab Mitte 2013. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Deshalb sind wir natürlich auch weiterhin dafür, dass das Land die Kosten für die BUT-Schulsozialarbeit trägt. Aber im Gegensatz zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, nur als Fallback-Lösung. Wenn der Bund sich weiterhin weigern sollte, sich an den Kosten zu beteiligen, da wir grundsätzlich die Verantwortung schon beim Bund sehen. Die FDP scheint das ja, seitdem sie im Bund nicht mehr in der Regierungsverantwortung ist, ähnlich wie wir zu sehen, weshalb ich meiner Fraktion empfehle, dem Entschließungsantrag der FDP zuzustimmen. Wir halten es auch nicht für richtig, dass Schulen, die Schulsozialarbeiter einstellen wollen, dafür auf eine Lehrerstelle verzichten müssen. Damit werden die Schulen in eine Verzichtsentscheidung gedrängt, entweder auf Lehrer oder auf einen Schulsozialarbeiter zu verzichten. Hier muss dringend nachgebessert werden. Festzuhalten bleibt, dass die Umsetzung vor Ort bei diesem Konzept wieder auf andere Schultern abgewälzt wird. Sie argumentieren in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass sich die Notwendigkeit von BUT-Schulsozialarbeit reduziert habe. Nein, das sehen wir grundsätzlich anders. Ganz im Gegenteil. Ohne die Unterstützung der BUT-Schulsozialarbeiter werden die kommenden Generationen die Leistungen aus dem BUT nicht in Anspruch nehmen können. Applaus
Der Hauptgrund, warum wir Ihrem Antrag nicht zustimmen können, ist, dass Sie im zweiten Teil des Beschlussteils absichtlich oder versehentlich plötzlich nicht mehr genau zwischen der originären und der nicht originären, also der BOT-Schulsozialarbeit, differenzieren und beide in einen Topf werfen. Wir möchten nämlich im Gegensatz zu Ihnen, komme zum Schluss, dass die BOT-Schulsozialarbeit mit ihren sozialen Aufgaben in die Schulstrukturen des Landes eingegliedert wird, sondern in die Sozialstrukturen. Die BOT-Schulsozialarbeit ist eine soziale Aufgabe. Und das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich betonen. Keine lehrende Aufgabe. Die BOT-Schulsozialarbeit darf nicht abhängig sein von Schulstrukturen. Die BOT-Sozialarbeit sollte bei den freien Trägern angesiedelt bleiben. Das hat sich für alle Seiten bewährt. Vielen Dank.